Haben Sie ihn gehasst, wenn er Sie schlug? Oh ja. Darum habe ich auch nie die Hand gegen meine Kinder erhoben. Ich will auf keinen Fall, dass sie jemals so für mich empfinden. Niemals. Im Sommer zieht Michael vorübergehend in die Spielerhauptstadt der Welt, nach Las Vegas. Bashir trifft Jackson im Four Seasons Hotel. Hier hat der Star gleich 7 Suiten angemietet. Aber warum verlässt er Neverland, um monatelang allein in einem Hotel zu wohnen? Das ist also Ihre Suite. Was gefällt Ihnen an Las Vegas? Ich mag die Unterhaltung. Die Unterhaltung? Ja, Las Vegas macht Spaß. Was ist das? Ach, damit fahre ich hier rum, wenn mir langweilig ist. Manchmal kurve ich hier spät nachts durch die Gänge. Kein Scherz? Nein, wirklich. Bald merkt der Journalist, dass Jackson an Vegas auch ein paar unangenehme Erinnerungen hat. Auf Tour musste ich mein Zimmer mit einem meiner Brüder teilen. Und da war jede Nacht was los. Ich hab's gehört. Ich musste mich dann schlafen stellen. Ich musste meinen Brüdern versprechen, bloß nie die Augen aufzumachen. Und dann kamen die Mädchen rein und ich hörte sie fragen, ist das der kleine Michael? Und meine Brüder sagten ja. Und die Mädchen dann, oh, ist der süß. Und dann habe ich alles mitbekommen. Was mitbekommen? Von den Mädchen? Sie hatten Sex. Ja. Und sie waren im selben Zimmer? Mal überlegen. Manchmal ja, manchmal nein. Das heißt, manchmal haben sie sich schlafend gestellt, während ihr Bruder im selben Zimmer Sex mit jemandem hatte. Als sie dann älter wurden, hatten sie da Freundinnen? Nicht viele. Meine erste Freundin, in die ich richtig verliebt war, war Tatum O'Neill. War das eine typische Jugendliebe? Ja, das war es. Aber damals war ich noch nicht bereit für all die Dinge, die sie so gesagt hat. Ich war ziemlich unbedarft. Im Ernst. Ich hoffe, sie wird nicht böse sein, wenn ich das jetzt erzähle. Bitte verzeih, Tatum. Ich weiß noch, wie sie mir gesagt hat, ich soll zu ihr nach Hause in Beverly Hills kommen und was sie dort alles mit mir machen wollte. Zum Beispiel? Na, so sexuelles Zeug. Ich hatte panische Angst. Also, sie hat angerufen und gesagt, komm zu mir, dann schlafe ich mit dir. Ja. Und sie hatten wirklich Angst? Total. Ich hatte Angst, weil ich sowas noch nie gemacht hatte. Ich ging zu ihr und machte einen auf cool. Ich weiß noch, dass sie das Licht ausgemacht und die Vorhänge aufgezogen hat. Man konnte die ganze Skyline sehen. Ein wunderschöner Anblick. Dann sagte sie, ich solle mich aufs Bett legen. Und das tat ich. Sie kam langsam zu mir rüber und wollte mein Hemd aufknöpfen. Ich habe meine Hände vors Gesicht geschlagen und die Arme nicht mehr runtergenommen. Da ging sie einfach. Sie wusste, dass ich dafür zu schüchtern war. So hat es sich abgespielt. Waren Sie kein bisschen in Versuchung? War da nur Angst? Ich war verschreckt und verängstigt. Ich war einfach noch nicht so weit. Wir sind unterwegs zu dieser unglaublichen Shopping Mall. Sie kaufen gern ein? Ich liebe es. Warum? Es ist nicht so sehr das reine Kaufen und ich bin nicht gerade geizig.
Ich bewundere einfach, was Menschen mit ihren Händen erschaffen. Ich liebe das Handwerkliche und die Fantasie, die dahinter steckt. Konnten Sie immer schon gut mit Geld umgehen? Ja, schon. Ich weiß noch, dass ich so mit 12, 13 Jahren jeden Monat einen 200.000-Dollar-Scheck mit der Post bekam. Mein Vater fragte, was ich damit machen will, und ich habe gesagt, sparen natürlich. Mit 12? Ja, aber ich bekam von ihm ein Taschengeld. Damit konnte ich kaufen, was ich so kaufen wollte. Und das waren dann Kaugummis oder Süßigkeiten oder sowas. Okay, let's go. Bashir und Jackson besuchen das Lieblingsgeschäft des Künstlers. Zuvor hat der angekündigt, richtig Geld auszugeben. Und das war kein Witz. Diese Decken sind unglaublich. Ein bisschen kitschig. Kitschig? Geht's noch? Kaufen Sie gern Schmuck? Nein. Für meine Mutter und für Elizabeth Taylor schon. Die beiden lieben Schmuck. Und wenn es ein Mädchen gibt, das mir gefällt, dann kaufe ich auch ihm Schmuck. Gibt's jemanden? Im Moment nicht, nein. Ich habe die richtige noch nicht gefunden. Na, wer weiß. Sie sind ja noch jung. Bashir begleitet Jackson in dessen Lieblingsshop in Las Vegas. Der Geschäftsführer ist hoch erfreut. Das habe ich gekauft. Das. Das. Den Tisch auch. Wie das Schachspiel in Ihrer Bibliothek. Das hier ist größer. Aber schon verkauft. Ich habe das gekauft, oder? Ja, dieses Verkaufsschild bedeutet, es ist für mich. Die gefallen mir. Habe ich die schon? Können Sie das bitte noch auf die Liste setzen? Schreiben Sie es auf, damit Sie es nicht vergessen. Mache ich. Haben wir die schon? Ich glaube nicht. Die gefallen mir. Warum bestellen wir die nicht auch? Haben Sie denn überhaupt genug Platz dafür? Und ist das alles für Neverland? Nein, die sind für ein anderes Haus. Ja, das sind sie. Und die haben wir auch gekauft. Und die haben wir gekauft, und die. Und diesen Tisch. Die. Und die hier. Sehen Sie die blauen da? Wie schön die sind. Oh mein Gott, schauen wir uns die da mal an. Die sehen toll aus. Und nur 275.000 Dollar pro Stück. Für zwei macht das eine halbe Million. Ja, aber er wird uns einen guten Preis machen. Ja, das sollte er aber auch. Er liebt das Handeln. Prominente tun das auch. Wir überlassen sie ihnen gerne. Wie viel hat Mr. Jackson ausgegeben? Das ist bis jetzt noch nicht raus. Naja, aber wenn man die Preise sieht, was schätzen Sie? Ein paar Millionen? Dazu kann ich nichts sagen. Die gehören mir auch, oder? Sie umgeben sich gern mit Dingen wie aus einem Palast, wie Ludwig der 14. Mir gefällt sowas. Sie könnten wahrscheinlich nach diesem einen Kunden in Rente gehen, oder? Ja, gehen wir gleich runter. Sie lieben Einrichtungsgegenstände, Michael. Wie sieht's mit Bildern aus? Gemälde? Das gefällt mir. Da wird Apollon gebadet. Das sind die Mädchen und sie baden Apollon. Entschuldigung. Das hätte ich gern. Und das da. Weil ich diese Statue gekauft habe, die überlebensgroße. Das ist das Bad des Apollo, stimmt's? Stimmt. Er kennt sich aus. Offensichtlich. Sie haben den Laden zu ungefähr 80% leer gekauft. Wenn man es so sehen will, auf ins nächste Geschäft.